Ja, und damit frisch, naja, so halb frisch, ab in den Hörspielmonat September. Und was gab's denn alles im September? Unter anderem gab es ein erfreuliches, sehr, sehr erfreuliches Wiederhören auf Silberling, diesmal von Andy Maisfeld. Also die Folge ist ja schon ein bisschen älter, 2 Jahre, sowas in den Dreh, 1,5. Die Folge 7 und das Rätsel der Schallplatte, die eben jetzt auch auf CD erschienen ist, in der verlängerten Version. Und es macht immer noch genauso viel Spaß wie damals. Ja, schönes unbedingt. Die sieht auch richtig gut aus. Also man hat sich auch so einen Vinyl-Aufdruck auf der CD gegönnt. Und wie das bei Maisfeld so üblich ist, gibt wieder ganz viele tolle Gastsprecher. Also klar, Intro von Lutz Mackenzie ist dabei. Aber Hennes Bender spielt die wiederkehrende Fliege Felix. Dreck. Tim Kreuer ist auch dabei. Wollte ich mal erwähnt haben. Der eine. Ja, der eine von den beiden. Den haben wir auch nochmal. Ja, also ein großer Spaß. Eine schöne Geschichte, auch mit so einem Nostalgiefaktor, dadurch, dass es eben auch um diese Schallplatte geht. Ja, das fängt einfach eine ganz tolle, nostalgische Hörspielstimmung ein und ist einfach ein wundervolles Kinder- und Jugendhörspiel mit vielen schönen Ideen, das einfach total Laune macht. Das macht einfach unglaublich Spaß, an die Maisfeld zu hören. Immer wieder und hier auch wieder. Ja, das ist auch, wie schön man das transportiert kann. Also, dass das so ein einfaches Jugendhörspiel ist, in dem einen Sinn, aber das so toll in diese Welt der Ameisen transportiert ist und auch das Flair, also diese Atmosphäre in dieser Geisterstadt, was da so am Ende ist, das ist wirklich super. Also, es hat mir total gut gefallen. Also, kaufen, kaufen, kaufen. Auf jeden Fall. Bedingt. Dann auch was es schon mal gab und was es jetzt in der Box gibt. Anne of Green Gables gibt es jetzt die Teile 5 bis 8 in einer Box. Ist jetzt im September erschienen, jüngst bei Lübbe Audio bzw. bei Titania Medien und ist jetzt im Handel. Hochgelobte Serie. Wer mal was anderes hören will, außer Gruselkrams und Gedöns, der darf auch hier zugreifen. Ist wirklich schön. Ja, nachhaltigen Eindruck immer noch die eine Folge, wo es um eine Kuh geht, wo ich mir danach gedacht habe, warum hatte ich jetzt gerade so viel Spaß bei diesem Hörspiel, in dem es um eine Kuh geht. Ja. Und ich konnte es mir nicht erklären. Ist das in der Box drin? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das ist in der nächsten Staffel dann, ja. Oder? Aber das war so ein Prinzip bei der Serie, dass ich mich sehr oft einfach danach gefragt habe, warum hatte ich gerade so viel Spaß bei diesem Hörspiel? Weil das inhaltlich so weit weg von irgendwas ist, was mich interessieren würde. Das ist einfach toll. Ja, da käme man eben nicht drauf. Also normalerweise wird man, also wenn wir hier nicht so Hörspiel-Nerds wären, die wirklich alles hören, da käme man gar nicht drauf, das zu hören. Diese Kluft solltet ihr überwinden. Macht das wirklich. Genau, hört euch das an. Also zumindest, ja, also gerade bei der ersten Box macht man garantiert nichts verkehrt, wenn man da mal ein Ohr riskiert. Ja, dann PDAX. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir so 1-2 Worte schon drüber verloren. Ja, genau. Francis Durbridge, Paul Temple und der Fall Conrad, die SRF-Variante. Wir hatten das letzte Mal zumindest schon reingehört. Ich war noch nicht komplett durch, bin's jetzt natürlich. Und es hat sich nichts dran geändert, dass das ein ganz tolles, schönes, altes Radiohörspiel ist. Ein richtig guter, alter Radioklassiker, wie man sich das bei Durbridge eigentlich fast schon denken kann, mit den typischen Paul-Temple-Elementen, dem Humor, der mit drin ist und der tollen Musik und wo man sich halt wirklich richtig schön auch vorstellen kann, was die für einen Spaß damals im Studio hatten, das zu spielen. Das merkt man richtig, die Spielfreude ist total super. Und das ist auch nicht langweilig oder sonst irgendwas, also obwohl das ja doch, es sind 5 Teile, glaube ich, insgesamt, oder? Ja, aber da hast du wirklich keine Durst. Das geht so flocker, hört sich das weg. Flocker ist auch ein schönes Wort. Wunderschön, ja. Ja. Sehr schön, merken. Schreibt das direkt auf. Also solltet ihr euch gönnen, ich meine, das gibt's bei PDAX für kleines Geld, für so ein umfangreiches Hörspiel ist das wirklich geschenkt und das sollte dann auch in keiner Sammlung fehlen. Es gibt jetzt nicht mehr allzu viele Tempels, die noch nicht erschienen sind, aber das ist einer davon und daher kaufen, kaufen, kaufen. Lohnt sich. Ja, dann Titania hatten wir ja schon mit der Box. Dann gab's aber auch noch Neues aus dem Hause Titania Medien und zwar sehr, sehr viel sogar. Und zwar ging's los mit dem Gruselkabinett. Doppelschlag. Und zwar mit Folge 90, Die Farbe aus dem All, eine Lovecraft-Geschichte und Folge 91, Mary Rose. Den Lovecraft, auf den habe ich mich schon so ein bisschen gefreut. Manche haben ja immer so ein Problem ein bisschen mit Lovecraft, weil das hier zum Beispiel so eine eigene Art des Erzählens hat und gerne mal so ein bisschen erzählerlastig ist. Hier finde ich die Geschichte sehr, sehr geil. Das ist einfach hackengruselig, wie das erzählt wird und das Ganze eben passt wundervoll ins Gruselkabinett, vermischt mit diesem Familiendrama.
Eigentlich dreht sich dann alles um diesen Wahnsinn, der sich innerhalb der Familie ausbreitet, eben angefacht durch diese außerirdische Substanz, was auch immer es jetzt ist. Das wird ja nicht so hundertprozentig genau benannt, um was es jetzt geht. Und hat eben diese typischen Lovecraft-Elemente in der Geschichte drin. Also die Folge fand ich richtig gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Also so, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich habe gedacht, vom Titel her, oh, das ist so irgendwas, was so vielleicht gar nicht so ins Kugelkabinett passt. Aber das ist wirklich wie Faust aufs Auge. Und obwohl das auch vielfach nur erzählt wird, also es wird ja immer so in dieser Rückblende dieses Anwohners da, der das quasi diesen beiden Vermessern da erzählt, diese Story, funktioniert das wunderbar als Hörspiel. Also das hätte ich nicht Hörspiel gedacht. Das ist, auch, ne? Man leidet da richtig mit und das ist wirklich super aufgebaut und super erzählt. Es bleibt wirklich total spannend und ist auch vom ersten Moment an spannend, weil er schon direkt in dieser Szenerie da quasi reingeworfen wird. Das kommt ja so quasi aus dem Nichts. Also es hat keine Vorgeschichte oder so irgendwas. Das ist geht direkt los. Und Titania kann da halt wirklich die Stärken ausspielen. Ja, ne? Also die tollen Sprecher und dieses Familiendrama, was da eben drinsteckt, das spielt Titania natürlich total in die Karten, weil sie das einfach drauf haben. Ja, bei Mary Rose ist ein bisschen schwierig. Das ist halt wieder eher so die Schiene Schauerromantik vermischt mit Bitte melde dich. Es ist ein bisschen schwierig, weil es sind zwar Gruselelemente schon drin, dieses schaurige Haus am Anfang und dann kommt eben diese Rückblende, wo erzählt wird, was es mit schaurigen Elementen überhaupt zu tun hat, eben diese tragische Geschichte der Mary Rose, die zweimal verschwindet. Ja, aber das streckt sich halt alles so ein bisschen und es ist schon mehr Romantik als Schauer dann letztlich. Es ist natürlich auch dramatisch dadurch, also vor allem bei dem zweiten Verschwinden von Mary Rose, aber es wird auch diese Inselatmosphäre, das wird alles schön eingebaut, da beißt die Maus keinen Faden ab, das macht Titania toll, es ist auch gut besetzt, aber die Geschichte hat mich, also gerade auch im Vergleich zu 90 natürlich, das ist natürlich ein bisschen schwierig, auf so einen Knaller dann so eine Geschichte folgen zu lassen, fand ich nicht so gut. Kontrovers. Kontrovers. Wir sind ja selten kontrovers, aber hier muss ich jetzt das Thema ganz entschieden widersprechen, ganz entschieden, weil ich die Story total super fand. Echt? Kannst du mal sehen, ja. Wieso? Ich bin da wirklich von dieser Story total aufgesogen worden. Also ich war hin und weg. Allein der seltsame Anfang, der ja wie auch die Folge davor, also noch extremer ist, dass man denkt, man hat irgendwie den ersten Track verpasst, weil das so irgendwie so ganz seltsam losgeht, so mitten eben nirgendwo und man erst dann so feststellt, jetzt geht's wieder einen Schritt zurück und jetzt macht's wieder Sinn und dann fand ich diese Idee mit dieser Insel und diesem Geheimnis dieser Insel fand ich dann so super, dass man auch diese zeitlichen Ebenen da so ein bisschen ineinander verwoben hat. Also das fand ich wirklich klasse und ich war hin und weg von dieser Story. Nee, also ich nicht. Siehst du? Also am Anfang hast du doch so dieses klassische Spukhaus-Setting eigentlich. Ja. Okay, und dann kommt dieser Bruch. Aber es muss ja irgendwas mit dem Vergangenen zu tun haben. Also ich weiß nicht. Also doch, mich hat das nicht so gefesselt. Doch. Es ist zwar atmosphärisch, atmosphärisch alles, wie gesagt, schön eingefangen. Ja. Aber dieses Verschwinden und dann nochmal Verschwinden. Doch, super. Findest du? Er ist Weltklasse. Nee, also wir sind mal nicht einer Meinung. Das kommt wirklich selten vorher. Ja, aber ganz merkwürdig. Die hat Titania-Stärken, alles auch wieder drin, Drama und toll gesprochen und Atmosphäre, alles drin. Aber also da hängt es bei mir an der Geschichte einfach, die ich nicht so spannend fand einfach. Siehst. Du wieder. Was weißt du denn von Hörspielen? Aber Strigo hier. Ja, interessant, Mensch. Ja, müssen wir so stehen lassen, ne? Ja, also ich würde beide empfehlen, Martin, dann 90, doch mit deutlicher Präferenz zu ersten. Aber ich bin aber auch so ein kleiner Lovecraft-Fan, also und weil ich sie direkt hintereinander gehört habe, kann natürlich auch sein, dass es irgendwie dadurch die Wertung so... Ja, habe ich aber auch. Ist. Ja, aber du bist kein Lovecraft-Fan. Stimmt. Weiß nicht, vielleicht hängt das ja irgendwie dran. Kontrovers. Sehr schön. Je. Ja, jetzt kommt die nächste, wo wir uns wahrscheinlich die Zähne dran ausbeißen. Hm? Ja, das ist nämlich auch sowas, was gern mal polarisiert. Nein, Quatsch. Auf Hals
dieser Spur. Ja, Honey und Nanny, Folge 45. Jo. War was ganz Neues. Es kommen neue ins Internat und ich muss ein bisschen lachen am Anfang. Hatten wir das nicht das letzte Mal? Das haben wir eigentlich immer, oder? Diesen Archetyp einmal beschrieben haben. Hier ist es halt auch wieder so, ne? Jo, zwei neue. Es ist dann quasi ein bisschen, naja, es ist nicht wirklich überraschend, weil es zu eindeutig gezeichnet ist, als dass es dann wirklich so eintreten würde. Also die Charakterisierung von den beiden. Da denkt man sich halt am Anfang, ja, die eine und die andere. Ja. Hat man so ein klares Schwarz-Weiß-Bild und ahnt man schon, okay, so einfach ist es dann vielleicht ja doch nicht. Was dramatisch ist, es fällt mehrfach das Wort Arschtritt in einem Honey und Nanny Hörspiel. Ja. Ja. Wie man sich dann aber auch so aufregen kann. Meine Güte. Ja, meine Güte. Aber es hat auch halt wieder dieses Drastische, ne? Das hat man doch bei den anderen beiden Folgen davor. Ja, auch, stimmt, ja. Dass da sowas wirklich Krasses passiert. Da ist es auch so, und denken sich, hä, das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Ja, das ist so ein bisschen drüber, ne? Bisschen deutlich drüber. Also es passt, also man mal so sagen, das passt schon in ein Jugendhörspiel, aber diese idyllische Welt von Honey und Nanny wächst sehr drüber. Ja. Also wenn sowas bei TKKG denkt man, ja klar, TKKG, so ist das halt. Aber bei Honey und Nanny denkt man, hoch. Hier so ein Penner wieder. Ja, ja, genau. Penner, Punker, Zigeuner, irgendeiner war's. Die zünden doch alle. Und hier ist es halt, jo. Ist halt ein bisschen einfach, ne? Also klar, ich meine, es ist natürlich jetzt auch, man will ja nicht den Friedenspreis des deutschen Buchhandels damit gewinnen, aber... Weil das mit der Perücke, das weißt du dann auch schon 5 Minuten vorher, wann finden sie jetzt endlich diese Perücke? Aber das ist, ist okay, also ja, durch das, was da an Drastischem passiert, kriegt das Ganze auch ein bisschen Feuer und ein bisschen Dramatik, von dem her ist das völlig okay und lässt sich ganz gut anhören eigentlich. Ja, dann nochmal Europa. Aber nochmal einen Tacken besser, war aber auch zu erwarten, ist Huibu die 21, die verspukte Maske. Ich fand es ein bisschen schade, dass man das nicht noch mehr ausgekostet hat und Christoph Maria Herbst nicht noch mehr hat durchdrehen lassen. Ja. Da wäre noch ein bisschen Platz gewesen. Ich glaube auch, ja. Ihm hätte man einfach dann das Mikro hinhalten sollen und er hätte dann einfach noch ein bisschen mehr rumschizophrenisieren sollen. Ja. Hätte ich noch besser gefunden. Aber es kommt trotzdem vor und es ist dann auch schön genug. Was mich so ein bisschen, dass Huibu so nicht so die wirkliche Rolle da spielt. Also die Original... Folgen liegt ja immer daran, dass Huibu irgendein Schlamassel anrichtet. Das ist ja hier auch so bedingt, aber es ist dann doch nicht so, dass er da so verbogen wird. Ja, so ein bisschen aus dem Vor. Er geht so ein bisschen unter, finde ich, in der Folge. Ist ja nicht schlimm, ich meine, es gibt ja noch genug Figuren da drin. Ja, das ist aber auch die Stärke. Also das, ja richtig, da sind echt genug Figuren, die einfach auch so geil besetzt sind, dass das auch so Spaß macht. Ja, es ist tatsächlich eine große Stärke. Da lässt sich, glaube ich, auch einfach Geschichten schreiben. Ja, ich glaube auch, ja. Mhm. Ja, man kann da halt relativ viel mitmachen, ja. Ja, aber also hier rückt Christoph Maria Herbst dann auch so ein bisschen Mittelpunkt, was finde ich auch schön ist und er kann da halt dann so ein bisschen durchdrehen. Dadurch, dass er quasi zwei Personen ist und mit sich selber so ein bisschen ringt, das macht dann schon sehr, sehr viel Laune. Ja, also könnt ihr wie immer quasi bedenkenlos zugreifen. Also die Serie kann man bedenkenlos empfehlen und die Folge ist kein Ausreißer nach unten. Jetzt auch vielleicht kein Ausreißer nach oben. Nein. Den Vorgänger zum Beispiel fand ich nochmal besser. Das mit der Geschichte, wo es auch um die Eltern von Sophie. Ja, aber die Folge hat halt dann eine andere Besonderheit einfach. Ja. Das ist schon sehr, sehr schön und sehr unterhaltsam. Tolle Musik, wie immer. Sprecher mit Freude am Sprechen. Das merkt man wirklich auch ein bisschen die Haarspitzen bei jedem an. Ja, da macht das Zuhören einfach Spaß. Dann weiter geht's beim Hörspielprojekt. Gibt's auch was Neues. Levi, die dunkle Nacht der Seele, kam so ein bisschen überraschend. Also da war irgendwie gar nicht irgendwie lange Ankündigung. Das ist jetzt relativ kurzfristig Mitte September erschienen. Mhm. Hat mich ein bisschen überrascht. Also ich hatte davor noch nichts von gehört und hab dann wie heißt das? Zündet? Nee. Nein, ja, also ich wollte irgendwas so mit erwartungsfroh und gedöns sagen, aber also ich war dann gespannt, was mich da erwarten würde. So ein bisschen weiß ich es auch nach dem Hören noch nicht. Es ist so ein Mystery, was mir ein bisschen so im Skript ein bisschen zu verschoben ist. Also das wirkte so, hatte so einen leicht künstlerischen Anstrich. Also ich wusste nicht, wo das Hörspiel hin wollte. Also es war mir zu fantastisch mitunter. Auch am Schluss nicht, ne? Nee, also irgendwie, da kommt ja vielleicht noch was. Also es lässt zumindest noch Luft, sagen wir mal so. Es geht so los, man denkt am Anfang, ja, es geht mehr in den Grudelbereich rein, aber dann wird es tatsächlich eher... Es verschwimmt da total irgendwie. Mysteriös. Ja. Was ich aber sehr schön fand und dadurch hebt es sich auch so ein bisschen ab, ist diese,
langsame Art des Erzählens. Also ja, und das stimmt. Also man lässt wirklich der Atmosphäre Raum zum Atmen. Das fand ich sehr angenehm beim Hören. Was ja. Der Mystery das ist auch das große Plus dieser Story, also diese wunderbare Atmosphäre. Also das ist wirklich, das ist sehr dicht, obwohl es sehr langsam erzählt wird. Also es ist auf keinen Fall hektisch, aber das hat, ja, es macht Spaß, dem zuzuhören, aber und das ist eher man weiß halt inhaltlich nicht so genau, was passieren soll oder das was ist eher muss ungewöhnlich hin. Heutzutage, oder? Dass man sich noch Zeit nimmt. Ich kenne das von den Filmen, mir fällt das immer auf bei, also Klassiker ist für mich immer bei Kubrick 2001, diese Landeszene von dem Raumschiff, das dauert 5 Minuten. Da landet ein Raumschiff, das war's. Und man ist total gefesselt durch Musik und durch diese tollen Bilder und obwohl nichts gesprochen wird. Ja. Einfach Zeit lassen, Atmosphäre wirken zu lassen. Und das beim Hörspiel passiert das vielleicht, weiß ich nicht, so ein bisschen zu selten. Und hier, das war wirklich eine angenehme Abwechslung, was das anbelangt. Ja, aber die Story war mir auch so ein bisschen zu verschroben. Aber ist auf jeden Fall ein Ohr wert. Dann tu das mal. Es gibt es ja, wie gesagt, kostenlos beim Hörspielprojekt. Kann man nichts falsch machen. Also von daher, absolut. Link findet ihr im Blog. Haut rein. Ja, apropos Link findet ihr im Blog. Es gibt noch mehr, was es kostenlos aufs Ohr gibt. Diesmal von den Öffentlich-Rechtlichen. Zum Beispiel den Radio-Tatort, Folge 80, Grauzone vom SWR. Der ist auch im September erschienen und steht jetzt seit kurzem zum Download zur Verfügung. Den haben wir auch gehört und ich glaube, da könnte es vielleicht sein, dass wir auch wieder polarisieren, oder? Meinst du? Dass wir wieder kontrovers diskutieren, weiß ich nicht. Na, dann fangen wir an. Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Also von himmelhoch jauchzend bis, ging so. Ich hätte mich jetzt eher so im oberen Drittel einsortiert. Ja. Also ist kein absoluter Überbrecher. Dafür war aber auch die Fallhöhe zu groß zum Vorgänger. Ja. Und es schlägt halt auch wieder komplett in eine andere Kerbe. Aber, also schlecht fand ich es nicht, aber kein absoluter Überknaller. Ja, ich fand halt ein bisschen schwierig. Man nimmt ja eindeutig einen realen Fall da zur Grundlage. Also das ist ja unverkennbar, dass man hier quasi den Fall Mollert als Aufhänger nimmt. War es hier zu deutlich? Weniger zu deutlich, aber ich habe so das Problem, wenn man das so deutlich rübernimmt, dann will ich lieber den realen Fall erzählt bekommen, anstatt das irgendwie in dieses Tatort-Korsett zu quetschen. Also das ist mir dann irgendwie zu, soll ich denn sagen, das ist mir zu gedrängt, zu sehr auf die, die Spitzen, dieses Falles raus. Man kann dem ja gar nicht gerecht werden. Also das war ja so ein doch ein immenses Problem mit diesem Moller, dass das schon ein eigenes Hörspiel quasi verdient hat. Und das wirkte dann so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es wirkte so ein bisschen reingeworfen. Das wirkte so abgekupfert irgendwie. War das nicht auch beim SWR mit dem DNA-Phantom? Ist das nicht in Radio Bremen gewesen? Nee, du hast recht. Ja. Er hat so ein bisschen dran erinnert. Also vom Bedienen oder vom... Das stimmt, ja. Ja, aber also ich fand ihn nicht schlecht, aber also... Nein, es ist gerade schlecht, ist er nicht, kein Fall. Einfach zu groß, weil einfach der Kalibra vorher war. Ja, das ist natürlich, ein geniales Kaliber war einfach. Das ist dann immer schwer, danach irgendwie eine Marke zu setzen. Ja, war halt eher... Schwierig. Aber Kalibra kommt auch noch zu. Auch ruhig erzählt. Haben wir doch gar nicht besprochen. Kommt ja bei den Rissen dann noch. Ja, das ist auch wieder so ein Problem, dass man den dann in dieses behäbige, schwäbische... Ja. Weißt du, der wirkt so Brisanz irgendwie nicht so wirklich. Das hat mir halt mehr so das Bienzle-Flair. Ich habe Mord im Kleingartenviertel und da habe jetzt 3 Rentner, da einer von ist der Täter und dann... Das ist halt eher so, wo es dann so ein bisschen... Der beschauliche Mord. Zwischendurch noch mal ein paar Maultaschen gegessen werden und so. Das ist hier schon wieder eher der Kreuzeder. Ja, der ist ja Haxe. Ja, also nö, so weit sind wir da, glaube ich, gar nicht auseinander. Nein. Also es ist kein Überknaller, aber okay. Muss ja auch nicht immer sein. Nee. Ja, dann, Rick Future, endlich sind sie da. Hat ja ein bisschen gedauert, glaube ich, schon ein paar Monate angekündigt gewesen. Jetzt ist endlich da, Rick Future, Folge 6, Kampf der Brüder, die Second Edition. Gibt es jetzt seit Mitte September. Folge 7 soll wohl auch kurzfristig noch folgen. Das ja auch wichtig wäre, weil Folge 6 ja mittendrin quasi aufhört und die Story dann der 7 weiter erzählt wird. Das ist eine wirklich gute Story, aber ich glaube, die richtig gut wird die erst in der 7. Ja. Ich glaube, da setzt noch mal einen drauf. Also ich habe das auch von damals Erinnerung. Damals habe ich die zusammengehört. Die ganzen Prüfungen da, oder? Auf dem Planeten. Ja, genau. Das hat mich damals zum Rick Future-Fan gemacht, dieser Zweiteiler. Genau. Und der Erste, der baut das jetzt das Ganze jetzt auf. Also Hubert wird entführt und Rick muss hinterher, was sich nicht ganz so einfach darstellt und gerät dann auch jetzt am Ende dieser Folge in einen richtigen Schlamassel rein.
Ja, und das baut einen wunderschönen Cliffhanger zur Folge 7 und da darf man sich schon auf beide freuen, weil 6 und 7, das gehört halt wirklich zusammen und das ist zusammengenommen eine super Episode. Und das ist hackenstarke Action, das muss man wirklich mal sagen. Das ist ja auch selten und lobend erwähnenswert, wenn es sowas gibt, richtig gute Action-Hörspiele. Rick Future ist ein hackenstarkes Action-Hörspiel. Ja. Da funktioniert das mit dem Tempo und ja, das ist so ein Bombast-Sound so ein bisschen, das ist ganz toll. Also Popcorn-Kino, aber eben auch mit einer ja, größer dimensionierten Geschichte im Hintergrund und da steckt einfach wahnsinnig viel drin. Das kann man nur mit Strasssteinchen bewerfen. Genau. Das ist ein schräges Bild, aber hat gerade funktioniert. Ja, dann, was es auch umsonst aufs Ohr gibt, sind die Scary Stories. Da hat man ja auch schon einige vorgestellt und Frank Hammerschmidt hat eine neue geschrieben. Die ist jetzt seit Anfang September bei Soundtales Productions zu hören gibt. Und zwar Folge 7, der Krähenacker. Das ist auch wieder ein kurzes, glaube ich auch so 20 Minuten rum, gefühlt. Ja, eine Grillparty wird ein bisschen überschattet von einem Krähenangriff. Erinnert ein bisschen an die Vögel von Hitchcock, verdichtet auf eine Szenerie. Ja, ich war ein bisschen, das ist aber ein Problem bei den Scary Stories immer, dass man das Ganze nicht irgendwie eine Auflösung hintreibt. Also es wird ja quasi nur dieses Szenario dargestellt. Ich glaube, das war bei der letzten Folge. War das bei der letzten oder vorletzten Folge auch so? Weiß ich gar nicht mehr, welche das war. Ja, die letzte hat ja diesen schönen Twist am Schluss. Was heißt Twist am Schluss? Mit den Bäumen. Ja, ach ja, genau. Ja, aber hier fand ich es halt eben, das ist halt so 10 kleine Negerlein, dann hört es halt auf. Stimmt, die werden weniger. Was ich lobend, also wirklich lobend erwähnen muss, sind diese Krähenangriffe, die sind geil gemacht, fand ich. Die sind echt richtig gut inszeniert. Also umgesetzt ist das super. Ja. Sure. Ja. Es läuft tatsächlich ein bisschen aus am Schluss. Also unterhaltsam fand ich das trotzdem. Also so richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen gestört, aber das ist immer, wenn sowas in die Richtung kommt, diese Buddy-Szenen, ne? Wenn da und die Männer beieinander hocken und sich einen reinpicheln und dann den einen Spruch ablassen und den nächsten Spruch ablassen. Und ich vermute mir, dass sie deswegen auch dann dahin gemeuchelt werden, wegen dummer Sprüche. Das ist ja dann auch Krähen sind es normal nicht so, da sind die, glaube ich, wirklich empfindlich. Ja, gruselinhärente Logik eigentlich. Immer wenn es irgendwas mit Alkohol oder mit Sex zu tun hat, dann geht man drauf in einem Gruselfilm. Insofern ist es nur logisch, ja. Ja. Aber auch schön, gerade der erste Krähenangriff und was dahinter ist, warum das Ganze passiert, das fand ich schon interessant. Aber dann am Schluss, ja, läuft so ein bisschen aus, das stimmt schon. Aber trotzdem unterhaltsame 20, 25 Minuten, die man sich sehr gerne gönnen kann. Ja, apropos sehr gerne gönnen. Yo. Wenn eine Dreiviertelstunde Zeit hat, der kann auch beim neuesten Werk von Fandom House zuschlagen. Seance heißt das Ganze, Schatten aus dem Jenseits. Und gibt es seit Anfang September auf der Soundcloud bei YouTube, also überall, wo man die Jungs von Fandom House findet. Die haben da wieder ein bisschen Platz geschaffen, haben leider ein paar alte Hörspiele weggedrückt. Auf YouTube gibt es sie immer noch, keine Angst. Also irgendwie kommt man noch dran. Zugunsten jedenfalls von Seance. Und das ist auch wieder eine schöne Hommage an die alten Europa-Klassiker, was man deutlich hört, weil man auch teilweise die Musik davon nimmt. Das finde ich wirklich eine sehr gelungene Verbeugung sogar. Also das muss ich sagen, also das ist wirklich das, was ich... Es gibt ja so eine andere Serie, die sich so als legitimer Nachfolger dieser Reihe sieht, aber das ist eigentlich wirklich so muss das, was klingen. Dem am ehesten kommt. So müsste eigentlich ein Europa-Revival klingen. So müssen, also das wird dem am ehesten gerecht. So müssen Grusel- und Horrorhörspiele sein. Ja. Da wird mit Stille gespielt, also wie da gerade auf der ersten Hälfte mit Stille gespielt wird, das ist so geil. Und mit kleinen Geräuschen und dann mit großen Geräuschen gespielt wird. Ich habe mich das passiert wirklich nicht mehr so oft, ich habe mich erschreckt, mehrfach bei dem Ding, weil das so schön mit Erwartungen spielt und es ist, ich war am Anfang tatsächlich hin und weg, ich fand das so geil, so ein geiles Gruselhörspiel einfach, Hammer. Ja, erstaunlich, dass sowas sonst im Netz angeboten wird, wo sich kommerzielle Labels wirklich lange strecken müssen und das doch nicht erreichen. Also wenn man davon absieht, dass nicht alle Sprecher so super sind, wie man das im Standard-Hörspiel erwarten darf, aber dafür sind einige wirklich gut. In so einem zweiten Teil macht es dann ein, zwei Wendungen, die man vielleicht auch hätte weglassen können, aber gerade also die erste Hälfte, also diese Seance, wie die dargestellt wird, große Klasse, super. Spitze. Ja, Hammer. Hütchen ab vor einer wirklich tollen Produktion, also kann ich nur empfehlen, gibt es umsonst im Netz und mal ganz ehrlich, seid wirklich doof, wenn ihr es nicht hört. So, Punkt.
Ja. Richtig. Möge euch die Mordliga verfolgen. Obwohl, nee, das ist zu hart, die sind so harmlos. Na, die kommen gleich. Ja. Ja, die streiten. Stimmt, die haben ja auch noch vor uns. Ja. Jo, ja, kein Monat Phantom ohne. House. Wir waren ja schon bei Titania ein paar Mal und Titania hat im September noch andere Sachen veröffentlicht, unter anderem einen neuen Sherlock Holmes und zwar die Folge 14, eine Frage der Identität. So ist recht. Ja. Ja, wenn man die Geschichte schon kennt, dann ist so ein bisschen der Gag weg. Ich glaube, der ist auch so weg. Das ist das Problem des Hörspiels an sich. Ja. Die Story funktioniert, glaube ich, nur geschrieben. Das ist halt, meinst du? Ja. Naja, man kann sich aber trotzdem ganz gut anhören. Ich meine, dafür sorgt einfach die gute Besetzung und auch diese Atmosphäre. Aber es ist halt, das ist dieser typische Holmes vom Kämmerchen aus, wirklich nur vom Kämmerchen aus, sonst außerhalb nichts. Passiert da ja nichts. Wie eigentlich ja Holmes auch funktioniert. Originalgetreu, wirklich nur vom Kämmerchen aus, nur mit Hirnschmalz. Aber ja, der eigentliche Fall, da ist halt nicht so viel. Irgendwie. Ja, das Problem ist, dass da halt wenig drumherum ist. Also es ist relativ geradlinig. Es gibt nur so ein paar Figuren und ist klar, irgendwo muss das hinlaufen. Wenn man 5 Sherlock Holmes gehört hat, dann weiß man halt relativ schnell, wohin der Hase in dem Fall auch laufen wird. Und von daher ist es nicht mehr ganz überraschend. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt ausgerechnet die Folge jetzt schon bringt. Also, das finde ich auch ein bisschen komisch. Also ja. Da hätte es doch andere Vorlagen noch gegeben. Ich hätte auch ein bisschen anders. Vielleicht gibt es da auch einen Grund für. Vielleicht sind die sind in der Reihe oder so irgendwas. Hm? Dass er vielleicht irgendeine Reihenfolge sich vorgenommen hat, aber weiß es nicht. Weiß ich nicht. Also ich es liegt halt an der Story ein bisschen, also dass es nicht so gut ist. Die Umsetzung ist super. Ja. Eigentlich auch die Idee von der Story, also so dieses Kammerspielartige und dieses, dass er quasi das vom Schreibtisch aus löst, also das ist schon alles sehr, sehr gut. Mhm. Aber es ist halt relativ einfach zu durchschauen, gerade im Hörspiel. Ja, wir haben ja noch einen Sherlock Holmes. Es ist ja nicht so, dass man das Sherlock Holmes so. Es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja noch mehrere und so. Gibt es auch die neuen Fälle von der Romantour Audio. Da gibt es jetzt Folge 13, Der geniale Magier, auf die wir hatten gespannt waren, weil die Story nämlich von Bodo Traber ist. Und das ist schon schräg, ja. Bitte? Das ist schon schräg. Bodo Traber schreibt einen Holmes. Ja. Da war ich auch sehr gespannt, wie das denn klingen wird. Also es erinnert am Anfang ein bisschen an, ich glaube, der Teufelsfuß ist das doch. Sherlock Holmes Urlaub macht, also gezwungen ist, Urlaub zu machen. Und dann just vor Ort auf einen Fall gestoßen wird oder selber stößt, nämlich einen ziemlich grausigen Mordfall, bei dem die Polizei eigentlich mehr oder minder schon den Täter quasi schon... Oder Täter. Abgehakt hat innerlich und selbigen auch belagert auf seinem Gehöft, der sich mit diversen Knarren zu verteidigen weiß. Aber natürlich ist die Sache nicht so einfach, wie sich die Polizei das denkt. Und Holmes stellt Ermittlungen an und untersucht dann die Leiche und stellt darauf Spuren fest, die ihn auf die Spur dieses Magiers bringen. Wo sich dann der geneigte Hörer erstmal denkt, vielleicht hat der ja was damit zu tun. Und die beiden, Holmes und Watson eher widerwillig in diesem Fall, besuchen dann eine Vorstellung des Magiers und was sehr merkwürdig ist, was eigentlich irgendwie nicht zu Holmes passt, denkt man sich erstmal, Holmes ist total begeistert von Magie. Irgendwie ist das schräg im Zusammenhang mit Holmes, aber es verleiht Holmes so eine eigene Farbe in dem Fall. Und ist auch gar nicht so verkehrt. Und man wundert sich zwar am Anfang, aber ja, diese Faszination wird so ein bisschen dadurch gelöst, dass er sich mit dem Magier dann danach unterhält und natürlich alles wissen will, wie alles funktioniert und so weiter. Aber der Fall nimmt dann nochmal eine komplett andere Wendung. Denn es geht um die, ich sag mal jetzt schon Spoiler, um die Fähigkeit dieses Magiers, per fotografisches Gedächtnis sich alte Vorstellungen von ihm ins Gedächtnis zurückzurufen. Ja, dann geht es eben um eine dieser Vorstellungen, in der das besagte Mordopfer gewesen ist. Ja, dadurch nimmt der Fall dann nochmal eine andere Wendung. Fand ich interessant und hat seine Momente gehabt. Es ist jetzt nichts Überbordendes. Ich hätte mir von Bodo Traber auch irgendwie noch so eine... Okay, es ist schon so eine düstere Note drin durch diesen ziemlich bestialischen Mord, der aber auch nur so ab und an mal so beschrieben wird und dass das schlimm war und so weiter. Aber ist jetzt die düstere Note... Ja, es ist nur so beiläufig. Interessant ist es tatsächlich durch diese Figur des Magiers und das auch schön in Szene gesetzt, die Vorstellung, die sie besuchen, hat seine Momente und kann ich durchaus empfehlen. Hat Spaß gemacht zu hören, ist ein schöner Krimi und schöner Pastiche, doch,
Fand ich gut. Eben auch, weil es erst ein bisschen schräg ist, diese Faszination, die Holmes mit diesem Magier hat. Das hat nicht so ganz in mein Bild von Holmes gepasst, aber ist ja auch schön, wenn man dann auch mal aneckt und so ein bisschen andere Facetten zeigt. Was ich dazu noch sagen, also einmal ist es, fand ich sehr gut gelungen, wie man Holmes darstellt, und zwar auch, dass man Holmes direkt am Anfang, dass er bei dieser Pensionswirtin direkt so Schlussfolgerungen macht auf irgendwelche Sachen, die sie gemacht hat oder die sie erlebt hat, oder in dem Fall will sie irgendwo hin, und Holmes sagt ja auf den Kopf so, wohin sie will und warum sie dahin will und so weiter. Und das Schöne daran ist, dass er das nicht so sagt, sondern das auch belegen kann, woran er das erkennt. Und das ist ja immer so, was ich so bei manchen Pastiches bekrittle, dass Holmes so als allwissend dargestellt wird, aber nie so zeigt, wie das funktioniert. Ich habe 14 also, Varianten. Punkt. Genau. Das war der typische Beispiel davon, ja. Und das ist ja auch, glaube ich, in der neuen, das war auch hier in dieser neuen Fälle, oder? War das auch ein Fall davon, oder? Ich glaube, ja. Das finde ich hier wirklich super gelöst. Und auch diesen Fall, wie er den rekonstruiert. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem Magier, also von dieser Art, wie der Magier da eingebunden ist. Ich meine, er war ja das ist ja das titelgebende Element, und fand das, wofür man den dann benutzt, ein bisschen schwach. Also A, den verdächtigen Kreis, er denkt, er hat ja irgendwas damit zu tun, dass er dann aber dann quasi da praktisch nur so als Hilfsmittel missbraucht wird, und das ist auch noch so ein bisschen merkwürdig. Also ich fand, man hätte das ja auch irgendwie anders da mit einem Bild von dem Toten oder sonst irgendwie lösen können, dass man dem in die Nase gesagt hätte, hier, hallo, kennst du den? War der irgendwo in deiner Vorstellung? Ich fand das schön, weil der Hörer ja aufs Glatteis geführt wird, ein bisschen durch den Titel. Und ja, das stimmt schon. Annimmt, ja, der hat, das stimmt schon. Bestimmt irgendwas damit zu tun. Und dann der Fall eine komplett andere Wendung dann nochmal nimmt. Ich fand das eher so einen ganz netten Twist. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war, aber bei Traber könnte ich mir das vorstellen. Ja. Was auch super war, dass diese Auflösung mit dieser Belagerung von diesem Gasthof, das war ja ähnlich wie im Hund von Baskerville, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, weil ich die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen, die da eine Rolle spielen, so nicht gezogen hätte, so direkt. Das fand ich dann auch super. Also man hat also so beiläufig, hat man das mal am Anfang erwähnt, also mittendrin vielmehr, warum jetzt diese Belagerung da, warum der sich so erbittert wehren könnte. Dieser Grund dafür wurde schon mal erwähnt, aber findet erst am Ende dann wieder Zugang. Das fand ich clever gemacht. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das rahmt das Ganze. Das war so ein typisches Holmes-Element, ja. Also von daher finde ich die sehr, sehr, sehr gelungen. Also was so diese Holmes-Sachen angeht, wie gesagt, mit dem Magier habe ich schon ein kleines Problem, aber das ist wirklich nur marginal. Ja, dann nochmal zurück zu Titania. Es gab nämlich auch das Titania Special Nummer 10, auch Jubiläum. Und Titania hat sich Pinocchio vorgenommen. Pinocchio hatte für mich tatsächlich immer sowas Düsteres. Das liegt an der ersten Pinocchio-Vertonung, die ich gehört habe. Frag mich nicht, was. Ich glaube, irgendeine Maritim-Vertonung war das. Und Pinocchio hatte für mich immer als Geschichte irgendwas Düsteres. Es ist ja auch, hat wirklich seine düsteren Momente. Malt auch drastische Bilder. Also mir jagt immer noch ein Schauer ein Schauer über den Rücken, wenn ich mir vorstelle, dass Pinocchio als Esel da die Klippe runtergestürzt wird. Und er sich da vorher das Bein gebrochen hat und so. Das ist schlimm. Und das hat wirklich ganz furchtbare Momente. Ist vielleicht an der einen Ecke und an der anderen Ecke aus heutiger Sicht vielleicht auch zu, ja, sehr mit erhobenem Zeigefinger, was kleine Kinder gefälligst zu tun haben moralisch und was passiert, wenn man das nicht einhält. Also man soll Folge leisten und so weiter. Aber ansonsten ist Pinocchio, finde ich, eine schöne Geschichte, eine tolle Geschichte. Natürlich nicht zu Unrecht der Klassiker, der er heute ist. Und deswegen auch völlig zu Recht in der Special-Reihe von Titania gelandet. Und wir hatten ja vor kurzem auch eine Vertonung erst, SWR, wo es ein bisschen gestört hat, mit diesen Kapiteln. Hier ist es, hat zwar auch dieses von Geschichte zu Geschichte, aber eben nicht in Kapitel getrennt, sondern schon durchgängig erzählt, mit ein paar Sachen, die ich gar nicht wusste oder die in dem Zusammenhang mir neu waren. Aber also wenn man sich anguckt, wie Titania die Geschichten umsetzt, dann ist das ja immer schon sehr originalgetreu. Dann wird das ja hier wahrscheinlich auch so sein. Herausragend ist teilweise die Besetzung, finde ich. Ja. Also gerade Pinocchio ist, finde ich, super besetzt. Ja. Also das ist von der Stimme her so. Patrick ist toll. Ganz, ganz großartig. Auch dieses permanente, überschlagähnliche Lachen, das er da immer wieder einfließen lässt, dieses Jungenhafte, auch abseits jeglicher Gefahren, dass er da einfach loslacht und so, das ist super getroffen. Ja, auch Reinhold Schneider, auch eine schöne Besetzung als Fee. Es war irgendwie offensichtlich auch, wenn man die Stimme von Reinhold Schneider irgendwie vorm Ohr hat, aber ist trotzdem sehr, sehr schön. Schöne Inszenierung, hat eine spezielle Musik, finde ich auch.
Ja. Ist auch irgendwie sehr eigenwillig teilweise. Also finde ich insgesamt ein sehr schöner Eintrag in die ohnehin tolle Reihe der Titania Specials. Und also kann man echt nur, finde ich, fast mit wehenden Fahnen empfehlen. Auf jeden Fall. Also ich fand das auch super. Also ich hatte das auch Pinocchio jetzt auch als eher leichteren Stoff in Erinnerung. Also es ist doch schon quasi ein italienischer Struffelpeter, kann man so fast sagen. Also so von dem, ja, von der Quintessenz. Es geht ja quasi nur darum, quasi den Kindern darzustellen, das passiert, wenn ihr nicht rechtzeitig zur Schule geht, wenn ihr nicht dann heimkommt, wenn es ihr gesagt wird, wenn ihr aufs Geld nicht aufpasst und so weiter. Also ist ja alles so, ja, quasi jedes Kapitel hat jetzt so einen moralischen Aspekt, den Pinocchio mit seiner Naivität und mit seiner Haltlosigkeit da untergräbt und dann daraus seine Lehren ziehen muss. Ja, fand ich insgesamt, fand ich wirklich einen super Eintrag, auch dass man dieses, ja, so gut rausstellen konnte und auch dieses Kapitelhafte so ein bisschen umgegangen ist. Weil wenn man Pinocchio liest, das sind ja wirklich immer nur so eine Seite ist dann so eine Story und die nächste ist dann schon wieder, die setzt dann irgendwie nur so halb daran an. Also das ist auch nicht so fortlaufend. Und das bricht man hier ganz gut und hat so den Eindruck, das ist eine fließende Story. Das ist wirklich gut gelungen. Ja, was glaube ich auch teilweise echt schwierig ist, auch das auf eine CD zu packen. Da wird also ja, das auch noch, da hätte die Quintessenz daraus, weil das halt wirklich, ich weiß nicht, wie viele kleine Episoden das sind. Ja. Das ist wirklich so immens. Einmal ist so ein gewisser Sprung, da wird aber das durch einen Erzähler ganz gut gelöst, der dann einmal eine längere Passage hat, aber irgendwie muss man das ja dann auf eine CD kriegen und so ist es fast schon optimal gelöst, finde ich. Ja. Ja, also großes Lob. Genau. Dann haben wir noch was von der Romantruhe. Geisterschocker, Folge 49, Piratenrache von der Romantruhe. Oh ja, genau, Romantruhe. Ja. Ich habe mich ja schon so ein bisschen gefreut, habe mir gedacht, so nach der 48, das war ja auch so eine Seegeschichte, okay, mit den Nöx, außen vor. Aber hier schon wieder eine Piratengeschichte. Das geht auch eigentlich ganz gut los mit diesem Wissenschaftler-Team, das da auf der Suche nach was eigentlich anderem auf dieses Schiff stößt und dann auf dieses Logbuch stößt und man dann tief in die Vergangenheit dieses Piraten abtaucht, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat und ganz viele klassische Elemente drin. Aber dann verliert sich das Ganze leider relativ schnell und breit leider so ein bisschen vor sich hin und verliert den Zug, den es am Anfang noch hat und wird halt wieder zu so einer, ja, etwas lahmenden Gruselgeschichte, die bei der insgesamt einfach zu wenig Zug dahinter ist. Ja, und die mir auch wieder zu lang geraten ist dann letztlich. Mit ein paar sinnvollen Kürzungen wäre man da, glaube ich, ganz gut beraten gewesen. So insgesamt war es leider jetzt gerade gegenüber der 48, die ich ja ganz gut fand, wieder eher ein Rückschritt. Ja. Ich fand es auch, also darf mal gespannt sein, es kommt ja demnächst noch eine Folge 0. Vielleicht wird es da ein bisschen besser. Aber hier die 49 fand ich jetzt auch, er ist auch wieder L. Warren. Das ist halt auch wieder so eine, tut mir leid, 0815 Grusel-Story. Ja, das ist auch nichts, wo man mich mehr mit vom Hocker locken kann, leider. Die Geschichte mit Augenzwinkern, das hätte funktioniert, glaube ich. Also da ordentlich Trash reinpacken noch, alles überziehen noch ein bisschen mehr, dann wäre das vielleicht eher was geworden, aber so. Tja, schade. So, dann haben wir noch was es im Radio gab und jetzt im WDR-Hörspielspeicher zu hören ist. Das habe ich nämlich auch gehört, und zwar damals schon zur Ursendung. Thorsten Neschs School-Shooter vom WDR aus dem letzten Jahr, wie gesagt. Da geht es um einen Amoklauf an einer Schule und das hat Thorsten Nesch eigentlich recht gut eingefangen. Also er setzt sich da quasi mitten in eine Gruppe von Schülern, die vor einem Amoklauf in einen Raum fliehen und sich verbarrikadieren, dann so die Befürchtung haben, dass der Amokschütze tatsächlich unter ihnen sein könnte. Also nicht nur, dass der draußen rumgeistert, sondern dass der bei ihnen im Raum sitzt. Und das ist halt ein wirklich panisches Stück, der es mit der Angst spielt und wirklich gut und spannend ist. Und ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, gerne im Hörspielspeicher Speicher vorbeisurfen und euch das mal anhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann stand an das große Finale von Star Wars mit der Folge 4, Gefahr auf Wayland, und der Folge 5, In der Gewalt des dunklen Jedi. Mal kurz zurückspulen, Folge 3 war das, glaube ich, wo es bei mir dann so letzt Klick gemacht hat und ich dachte, jo, jetzt haben sie mich, wo vorher relativ viel aufgebaut wurde. Ich meine, wenn man zusammenfasst, sind das ja auch 14 Folgen und 14 Folgen, die an einer Geschichte basteln, und es ist eben auch eine große Geschichte mit vielen Facetten, mit einem großen Figurenkabinett, wenn man sie alle anguckt, also von den, gerade am Schluss, wenn man anguckt, was alles zusammengeführt wird, die Allianz der Schmuggler vorher, dann natürlich die Geschichte mit
Mara Kim, dann natürlich die Hauptprotagonisten, die sich dem dunklen Jedi am Schluss in einer wirklich epischen Schlacht stellen. Also da alle Hüte ab, da wird wirklich aus dem Star Wars Universum alles rausgeholt, was an Klangbombast geht. Also da hat man wirklich einen richtigen Film vor sich. Also ich benutze das ja äußerst ungern, aber also da war es wirklich so, und das ist ja auch naheliegend, weil man natürlich die Bilder aus den Filmen im Kopf hat. Aber da, also holla, also im Mount Tantis geht es dann so richtig zur Sache, und das große Aufeinandertreffen von Luke, Leia und Han Solo und Mara Kim und dem dunklen Jedi Sabayoth. Da geht es dann mal tüchtig zur Sache. Parallel dazu gibt es eben diese bombastische Schlacht zwischen dem Imperium, also Thrawn, und der Republik, mitsamt den Schmugglern, die auf der Seite der Republikaner, Republik, heißen die überhaupt Republikaner? Nee, die heißen Republiken. Der Republik kämpfen. Also das alles wirklich in ein Finale zu packen, wenn man halt von außen drauf guckt, das ist schon schwierig, glaube ich, das einigermaßen sinnig zu erzählen. Also gerade, wenn dann verschiedene Parallelhandlungen stattfinden, gerade in der letzten Folge. Und das ist hackengut gelöst, muss ich sagen. Also da bin ich schon schwer beeindruckt. Also gerade dieses Hin- und Her-Switchen zwischen dem Schlachtgetümmel und dem, was im Mount Tantis vor sich geht, das ist wirklich gut gelöst, weil man darf ja nicht zu schnell schneiden, aber innerhalb dieser Schlachtsequenzen, zum Beispiel im Weltraum, ist es natürlich sinnvoll, das irgendwie da die Bilder schnell wechseln zu lassen quasi. Das war ja auch immer die große Stärke bei der Hörspiel-Star-Wars-Reihe, fand ich. Das, was Döring einfach drauf hat, diese Schnellschnitte. Aber das dann noch parallel zu dieser anderen großen Geschichte zu erzählen, holla die Waldfee, das ist wirklich nicht einfach. Und das ist wirklich super gelöst und immer schlüssig, immer nachvollziehbar. Der Hörer weiß immer, wo er ist sofort und steckt emotional immer drin bis zum Anschlag. Ja. Ja, und es werden natürlich sämtliche Handlungsstränge aufgelöst. Sehr interessant fand ich, Spoiler, das Ende von Thrawn. Mehr sage ich dazu nicht, das ist sehr interessant. Ist ja in den Büchern wahrscheinlich auch so angelegt, aber weil das eben einen sehr, sehr schönen, ruhigen Gegenimpuls zu dem ganzen Getöse vorher setzt, und man sitzt dann da und denkt sich, wie? Hä? Das ist sehr überraschend und sehr, sehr schön. Da sitzt man erstmal auf dem Hosenboden und denkt sich, okay. Das, ja, ich hab's noch vor mir. Ich bin gespannt. Du kannst dich wirklich darauf freuen. Also gerade das Finale ist wirklich bombastisch geil und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn man dann die 14 Folgen vor sich hat, kann man nur größtes Lob aussprechen. Da ist man wirklich mit dieser großen Lizenz sehr würdevoll umgegangen. Und ja, da braucht man auch gar keine Filme mehr, ganz ehrlich gesagt. Also wenn ich sowas dann höre, dann will ich auch gar keine Filme sehen. Das ist schon... Aber dann könnt ihr jetzt aufhören, oder? Filme kommen ja eh nächstes Jahr, ne? Geht das los, oder? Ah, da hat ja Walt Disney dann die Finger im Spiel. Wer weiß, was da rauskommt. Oh je, ich habe schon Angst vor Jar Jar Binks 5.0. Also da schauert es mir eher. Aber also wenn ich das höre, dann brauche ich tatsächlich keine Filme. Dann höre ich lieber die Hörspielreihe nochmal an. Das wollte ich jetzt eh machen, alle 14 nochmal am Stück hören. Tolle Sache, also Star Wars-Fans werden sich das ja eh gegönnt haben, aber alle, die so, na, was ist denn das? Science-Fiction, märchenhaft, da steckt aber auch was Politisches drin, große Geschichten, die keine Scheu vor epischen Geschichten haben, die werden hier ganz, ganz toll bedient, und das ist wirklich war eine große Freude, und ja, großes Lob an Döring und an Imaga, tolle Sache. Ja, super. So, dann haben wir, jetzt sind wir mit dem September eigentlich durch mit den Sachen, die wir gehört haben. Wir haben später noch bei den Resten nochmal einen, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Im letzten Orcast haben wir euch schon die Hörspiele vorgestellt, die es im September neu gibt und die wir schon gehört haben, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel Andreas Ammers Gott, was es im Hörspielpool des BR gibt, oder David Meyers Der junge Goethe beim DAV. Oder das eben, ja? Wolltest du mit dem Schiller um die Ecke kommen? Ich wollte mit dem Schiller um die Ecke kommen. Dann komm mal mit dem Schiller um die Ecke, komm. Schillerbox, ne, mit Don Carlos Caballe und Liebe Maria Stuart und Wilhelm Tell. Alles beim DAV. Ja, schon bei mir, aber Einzelhörspiel, also keine Box. Ach, früher in der Box. Jetzt früher mal in der Box, ja. So rum, Endboxen. So, Endboxed, genau. Ja, dann aber in der Box gab es McRae, die besten Fälle zum 25. Auch beim DAV. Ebenso gab es bei Audiobuch Gilbert K.
Chestertons Pater Brown, der Marquis von der Mahne. Das haben wir auch schon im letzten Monat besprochen. Dann wieder P-Dax, Karl Mays Schloss Wildauen, Volume 1 und Volume 2, diese tagegebende Hörspielproduktion ja. von Karl May. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht zu Ende gehört. Hast du nicht geschaut? Mir war dieses Format dann irgendwann mal... Es nervt, ja, diese 5 Minuten, was nervt. Echt, irgendwann mal ging es mir so auf den Senkel, dass ich dann einfach nicht mehr hören wollte. Dafür war mir die Story selber zu unwichtig, als dass ich das mit dem Format hätte hinnehmen können. Mhm. Ja, dann gab es Van Dusen mal wieder, Folge 11, Van Dusens erster Fall. So schön, dass der erste Fall als 11. kommt, aber naja, so ist das halt im Van Dusen-Universum. Auch das haben wir euch im vergangenen Monat vorgestellt, ebenso wie Sebastian Fitzeks Amok-Spiel, wobei wir das schon, ich glaube, im letzten Jahr, oder? Ja. Im letzten Jahr war das. Das haben wir auch hochgelobt, also könnt ihr euch alles kaufen, lohnt sich. Ja. Auf jeden Fall. So, dann kommen noch einige, die wir nicht gehört haben. Und das sind nicht nur einige, das sind sogar ganz schön viele. Zum Beispiel Abenteuer Dinoland, Folge 3 und 4 gibt es neu bei USM. Ja, wo ist der Ankylosaurus? Frage ich ja, mich jeden Tag. Klingt super, wollte ich auch schon immer mal wissen. Ja. Dann ja. gibt's beim WDR im Hörspielpool Andreas Ammer und FM-Einheit Everest. Ja, das ist eigentlich schon sehr interessant, da habe ich auch mal mit angefangen, das könnte ich vielleicht noch zwei Sätze zu sagen, und zwar geht es da um Everest, das ist der ursprüngliche Titel des Abbey Road Studios, Abbey Road Albums von den Beatles. Das hat man deswegen Abbey Road genannt, weil, also man wollte es ursprünglich Everest nennen, aber die Beatles waren sich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so grün, dass sie eine Reise zum Everest hätten hinnehmen wollen und haben sich deswegen nur auf die Straße vom Studio gestellt und das Album deswegen Abbey Road genannt. Ach Mensch, das ist eine schöne Geschichte. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Andreas Ammer und FM Einheit haben sich die Story hinter dem Beatles-Album quasi genommen, also die ganzen Gerüchte, die es darum gab, und haben quasi ein neues Album aufgenommen, nur aufgrund der Dinge, und haben also quasi so elektronische Musik gemacht und haben so diese Themen aus den Stücken quasi nur neu praktisch interpretiert. Also es sollte kein Ton Beatles zu hören sein, sondern nur Andreas Ammer und FM Einheit, aber quasi so inspiriert von diesem Album, was man noch so im Ohr hatte. Ja, das ist, wie soll ich sagen, es ist, also mir hat es jetzt so super gefallen. Also ich war total gespannt drauf, aber ja, ich fand es ein bisschen zu künstlerisch. Also mir haben so ein bisschen zu viel die Beatles gefehlt und es war mir zu viel Elektronik. Hast du denn die andere Karte geschlagen bei den beiden? Schade. Ja, immer so. Himmelhoch jauchzen oder zu Tode betrübt. Aber die ist halt. Aber die Idee finde ich zumindest super. Ja, dann gibt's auf der Seite des Autors, der schimpft sich Benjamin Cook, die Eigenproduktion The Dead Zone. Also die wird es noch geben, die ist für den 26.09. angekündigt. Ach, darf man mal gespannt sein. Klingt nach Zombie. Oder mal gucken. Stephen King-Geschichte. The Dead oder sowas, Zone, ja. Nein. Ja, Bibi Blocksberg gab es auch mal so einen kleinen thematischen Sprung zum Wagen. Folge 111, der Hexenbesen, die bei Kiddings ist seit 5.9. draußen. Dann im BR-Pool schon zu hören, noch zu hören, Björn Bickers Kingdom of Schön. 4 Versuche über die Zeit, die gibt es auch. Und zwar ist das das neue Hörspiel von Christoph Buggert, was unlängst beim SWR erschienen ist und was es seit 18.9. ein Jahr lang zum Download gibt. Dann gibt's Stollen zu essen, das heißt, Conny feiert Weihnachten. Bei Karussell und Conny reicht das noch nicht, macht dann auch noch ein Klassencamp. Wird das dann im Schnee aufgestellt? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich glaube, die sind unabhängig voneinander. Ach, Conny feiert Weihnachten ist, glaube ich, auch ein Re-Release von der üblichen Weihnachtsfolge, die man dann immer mal auflegt und immer gern gekauft wird. Weihnachtsfolgen gehen ja immer. Krapschware. Ich glaube, Klassencamp ist dann was Neues. Mhm. Ja, dann aus dem Fernsehen ins Radio, die Fallers. Da gibt es das Hörspiel Kurz mal weg vom SWR. Das hat man zum, ich glaube, 25-jährigen Jubiläum der Fallers im Fernsehen, hat man 2 Hörspiele ja gemacht. Und Kurz mal weg ist jetzt das 2. davon und das gibt es jetzt auch seit kurzem zum Download beim SWR. Ja, dann gibt's die kleine Schnecke Monika Häuschen mit Folge 37, warum Hamster ein Hamster, und Folge 38, warum torkeln Taumelkäfer? Wer uns diese Fragen beantworten kann, immer raus damit. Dann auch schon vermutlich erschienen, also wir haben sie noch nicht gehört. Dafür haben wir die 3 Folgen davor gehört, da kommen wir später zu. Und zwar geht's um die letzten Helden, Folge 11 bis 13. Die 11 und 12 sollen am 12.09. im Handel gewesen sein, die 13 seit dem 19.09. Ja, vielleicht berichten wir da noch drüber, wenn wir es gehört haben. Wir sind mal gespannt. Ihr könnt ja gleich mal in die Reste reinhören, was wir zu den anderen Folgen zu sagen haben. Nee, ihr müsst erst noch hier zu Ende hören.
Ja, gut, also nicht vorspulen, jetzt abwarten. Wir sagen Bescheid, wenn wir soweit sind. Vorspulen ist auch schön, das kennt ja keiner mehr. Stimmt. Ja, dann die Olchis. Safari bei den Berggorillas. Ja, da treffen ja zwei aufeinander. Böttinger Audio. Der nächste, Dietmar Dart, Lagoschmerzen, ein sozialmedizinisches Desaster, gibt es beim BR, BR Hörspielpool, und das Ganze gibt es auch zum Download dort. Ja, dann Dietrich Grönemeyers, der kleine Medikus bei Dressler. Und eben schon im Radioteil erwähnt, Düsse Petersens, Folge 13, Salz des Lebens von Hartmut Cyriax und Peter Nissen ist jetzt im Podcast Niederdeutsches Hörspiel zu finden. Könnt ihr euch also downloaden. Die Folgen 14 bis 16 folgen dann in Kürze. Da werden wir dann im nächsten Orcast nochmal drauf hinweisen. Beziehungsweise ihr könnt ja auch einfach mal diese kostenlose Hörspielseite bei den Hörspieltipps nicht im Auge behalten. Ist generell eh zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Dann im WDR-Pool. Das Hörspiel mit dem wundervollen Namen, was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann? Die Frage, die sich jeder frühmorgens stellen sollte, von Excel Demoguran. Ja, habe ich angefangen, ist über die berühmten 10 Minuten leider nicht hinausgekommen. Oh, schade. Ich hatte aber auch wenig Geduld, muss ich sagen. Also es hätte vielleicht noch einen zweiten Anlauf verdient. Das ist ja ein bisschen viel gewesen jetzt. Ja, lange verschoben, immer noch nicht erschienen. Am 26.09. soll es dann endgültig soweit sein. Edgar Wallace, Folge 2, die Tür mit den 7 Schlössern vom Hörplanet. Am gleichen Tag, das Ganze gilt auch für die Folge 6 des Falls für die Rosen, die Rache des Meisterdiebs bei der Winterzeit. Allerdings ist da noch ein riesigeres Fragezeichen dran, weil irgendwie wird der Termin nicht nur ständig geschoben, sondern teilweise auch ganz ausgesetzt. Also es kann auch sein, dass die gar nicht mehr kommt. Mal gucken. Ja, dann nicht gehört, aber erschienen ist Franz Kafkas Das Schloss beim DAV. Ja, dann gibt es eine neue Folge der 5 Freunde. Ende des Monats noch die 108 und die Entführung im Skigebiet. Ja, es wird wirklich Winter. Ja, dann haben wir auch noch zwei Hörspiele, die wir euch zumindest im nächsten Orcast vorstellen werden, weil die ganz kurzfristig hier noch eingeschlagen sind. Die Giraffenaffen, die Mondreise und die Riesenspur, die beiden Folgen sind bei Oettinger Audio erschienen. Dann gibt's beim Hörverlag Hans-Magnus Enzensbergers Der Zahlenteufel, ist schon erschienen. Und Harry Horse ist wieder da. Wir freuen uns. Das ist so schön. Der arme Mensch mit dem seltsamen Namen hat zwei Hörspiele geschrieben. Der kleine Hase feiert Weihnachten, der kleine Hase hat Geburtstag. Und das beide gibt's bei Lübbe Audio, allerdings nicht geschenkt. Trotz des Themas. Er hat sich den Namen selbst verpasst. Ja, ja, dann wird's beim Hörverlag geben Dr. Doolittle von Hugh Lofting. Da sind wir doch mal gespannt. Ja. Das werden wir vielleicht zu hören bekommen. Beim WDR im Hörspielpool, nee, im Hörspielspeicher, heißt es von WDR. Dann Sind wir Helden ist ein Hörspiel von Jochen Rausch, was es seit 16.09. dort ein Jahr lang zum Download gibt. Dann kommt Lena Müller auch zum Download beim SWR. Nichts von mir soll drinnen bleiben. Gibt es ab 30.09. im Angebot des SWR. Und dann bleiben wir beim SWR. Da gibt es nämlich auch die 5-Stunden-Hochzeit von Maya Das Gupta. Meine Fresse, 5 Stunden heiraten. Ist das ja eine Überzeugungszeit? Weiß nicht, mal gucken. Aber das Hörspiel ist kürzer. Das ist das Interessante. Weil das schafft, nicht nur ein Hörspiel auf 5 Stunden einzudampfen, sondern das noch auf weniger als eine Stunde einzudampfen. Mal gespannt. Ja, dann geht es im BR-Download los mit Der Meister und Margarita. Dem ersten Teil von 12 könnt ihr euch im BR-Hörspielpool downloaden. Das Ganze wird es auch, wir haben es schon mal erwähnt, im Oktober beim Hörverlag geben, aber es gibt es auch zum Download, zumindest für eine kurze Zeit. Das ist, glaube ich, dann immer so, wenn es das beim Hörverlag gibt, dann ist das nur kurz online und nicht dauerhaft. Also müsst ihr euch ein bisschen beeilen, wenn ihr mal reinhören wollt. Aber ihr könnt das auch gerne kaufen. Ja, dann findet Papa Moll neue Freunde beim Globi Verlag. Schweizerdeutsch, muss man dann mal abwarten. Mhm. Pater Braun, Folge 1, das Blaue Kreuz bei Winterzeit. Da wird uns Patrick später noch ein bisschen was zu erzählen. Da bin ich mal gespannt drauf, was da passiert. Dann Robert Louis Stevenson. Hatten wir heute schon. Ein Junge wird entführt bei Sauerländer. Dann freue ich mich schon drauf. Ich habe es immer noch nicht hören können, warum auch immer. Also es ist mir irgendwie, ist mir bis jetzt immer durchgegangen. Aber ich werde das bis zum nächsten Orcast auf jeden Fall nachhören. Rachel Rapp, Panzerschokolade heißt das ganze Stück. Rachel Rapp ist die Schlagzeugerin von Farin Urlaubs Racing Team. Und deswegen bin ich da ganz erpicht drauf, das zu hören. Da könnte ich mir vorstellen, dass das was wird. Ja, ist im WDR-Hörspielpool seit Anfang September. Jetzt habe ich schon wieder WDR-Hörspielpool gesagt. Hä? Ich krieg's nicht hin. WDR-Hörspielspeicher. Ist das Ganze zum Download. Ein Jahr lang habt ihr die Chance, dazu zu greifen. Ja, dann schon erwähnt, die Folge 7 von Rick Future, die 5. Prüfung in der Second Edition, wird ja dann auch kommen.
Ja, ebenso wie Minitu, Freunde für immer, der zweite Teil. Der erste Teil, den gab es ja schon im Frühjahr irgendwann. Und der zweite Teil kommt jetzt am 26.09. bei Hörbuch Hamburg, Silberfisch. Ja, dann gibt es einen neuen Fall aus der Reihe Sherlock Holmes und Co. mit Nummer 11, ein Fall vom Kontinent, von der Romantruhe. Ist ja. Das ein Verdusen? Könnte sein, ja. Lass uns überraschen. Oder ist es ist wieder eine gemeinsame? Ach nein. Nein, bitte nicht. Star Wars, das letzte Kommando, gibt es auch in einer Box. Die wird am 20.09. erschienen sein und könnt ihr euch auch alle fünf dann in einer netten Box gönnen. Festhalten. Zwei Folgen ja. Sternenschweif. Folge 29, die goldene Muschel bei USM und die Folge 30, Zauber bei USM. Ja. Ja. Dann gibt es auch Takimo, Folge 24, ganz kurzfristig angekündigt und wohl auch schon erhältlich. Memoria bei Polaris. Ja, und dann eine neue Folge der Teufelskicker. Na, man ist ja kurz vor Winter, also geht man in die Halle und Folge 52 heißt dementsprechend das Hallenduell. Ausrufezeichen. Es macht doch bei dem Wort Hallenduell total Sinn, ein Ausrufezeichen. Das schreist schon. Hallenduell. Ja, okay, gut. Thomas Böhm hat ein Doku-Feature, was also irgendwie mit Hörspielelementen klarkommt. Professor Kiesel in Stahlgewittern beim WDR im Hörspiel Speicher. Nicht schlecht. Ja. Dann gibt es eine neue Folge Tony Baller, die Folge 19. Das ist der zweite Teil des Zweiteilers Duell der Dämonen bei der Romantruhe oder bei Dreamland. Ja, die Treschothek, da hoffen wir noch drauf, dass die Folge 2, Kreuzfahrt der blutigen Skelette, noch im September erscheint auf CD. Man weiß es nicht. Wir sind gespannt. Wir haben es mal auf dem 30.09. stehen lassen. Jo, ansonsten hört ihr im nächsten Orcast noch was davon, wo wir es hingeschoben haben. Dann reitet Wendy noch vorbei in Folge 62, die heimliche Prinzessin bei Kiddings. Ja. Ja, und dann beschließen wir den September mit unserem ersten Gast für heute. Und das ist ein alter Bekannter. Und das ist der Dragan. Hallo Dragan. Hallo. Hallo. Na, wie ist es? Ja, gut. Hab da schönen Urlaub gehabt. Ja, sehr schön. Ja, wir können nicht klagen. Ich habe den Vogelkacke-Trick gelernt. Jetzt frag mich mal, was der Vogelkacke-Trick ist. Ja, das wollte ich dich neulich schon fragen, als es auf Facebook. Nee, bei den Freunden habe ich, glaube ich, gelesen. Ich meine, die Folge ist ja noch nicht lang genug, da kann ich das jetzt auch noch unterbringen. Genau. Wie geht der Vogelkacke-Trick denn, genau? Also, ich war in Barcelona und Barcelona ist ein ganz heißes Pflaster, was Handtaschendiebstähle und generell Diebstähle anbelangt. Da wird man auch tatsächlich öffentlich überall gewarnt. Also wenn du U-Bahn zum Beispiel irgendwo hältst, überall eingeblendet, passt auf. Es ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Pflaster. Dadurch waren wir im Vorfeld übervorsichtig und meine Freundin hat sich Tricks angeguckt, die Diebe so anwenden und mit das Absurdeste haben wir dann tatsächlich live erlebt, den Vogelkacke-Trick. Die gemeinen, fiesen Diebe packen eine Flüssigkeit, bräunlich, grünlich, was auch immer, dickflüssig in eine Sprühflasche, nähern sich dem Touristen von hinten, sprühen den voll, ohne dass er das bemerkt und tun dann, oh, Vogelkacke, oh, ich weiß einen Ort hier, wo man hier das T-Shirt auswaschen kann, muss man gleich auswaschen, sonst bleibt's hängen, bla bla bla. So, der ist aber nicht alleine, sondern der hat einen Komplizen dabei. Die Touristen natürlich aufgeregt, lassen dann ihr Zeug erstmal stehen und versuchen hier ihre T-Shirts auszuwaschen. Währenddessen nähert sich der andere von hinten, schnappt sich die Taschen und rennt weg. Clever. Und wir haben live erlebt, es funktioniert. Wir waren in dem Park, da waren viele Vögel. Dann haben wir so ein Touristenpärchen gesehen, der eine hat hier irgendwas ausgewaschen und dann hat schon Klick gemacht und hat, nee, nicht wirklich, oder? Dann gucken wir rüber, nähert sich der andere dem Touristenpärchen. Wir schreien laut rüber, aufpassen, was macht dieser fiese Möb? Er guckt zu uns rüber und macht, pscht, wie dreist kann man denn sein? Ja. Schnappt sich die Tasche, rennt weg, wir waren zu spät und die haben es auch zu spät gemerkt. Das ist der Vogelkacke-Trick. Ich sag mal, ein Fall für TKKG. Auf jeden Fall. Vielleicht für die 190 jetzt. Oder so. TKKG und der Vogelkacke-Trick. Du hättest da ein bisschen mehr Tarzan werden können, über den See springen. Ich hab's versucht, Tarzan lockt den zweiten aus mit einem Judo-Trick. Ja. Direkt auf den Kehlkopf und weg. Los. Das ist schlecht für ein Hörspiel. Da kommt nur noch Kugel. Ja, apropos, sollen wir gleich dabei bleiben? Ja, dann mach. Dann machen wir doch gleich. TKKG, ja, Folge 188. Mit dem schön schrägen Titel Die blauen Schafe von Adelsbach. Ja, das Setting hat so ein bisschen an eine gewisse Teufelskicker-Folge erstmal erinnert. Ja. Der ist auch ums Dorfleben ging. Ja, war aber ein bisschen humaner. Gab's nicht schon mal was mit Bach, Lerchenbach oder so? Lerchenbach, da ging's um eine Hexenjagd. Also vom Setting her, muss ich sagen, war das ja eigentlich, fand ich das ja schon fast wieder ideal. So Ferienfolgen, das funktioniert ja eigentlich.
Hat auch eine interessante Wendung am Schluss. Ja. Fand ja. ich dann auch wieder ganz gut. Also ich sag mal, für TKKG war das schon fast großes Kino. Hätte ich jetzt fast mal gesagt. Düngersack-Szene sehr cool, wo sie den Typen mit Düngersäcken geschmissen haben. Da habe ich mir gedacht, oioioi, das wird ja doch wirklich genüsslich zelebriert dann auch noch. Wie viel Säcke kriegt denn der da ab, sag mal? Da muss doch schon längst irgendwas gebrochen sein und Tarzan schmeißt immer noch Zeug nach. Ja, Düngersack, ist auch, die sind auch richtig schwer. Ja, ist eine schräge Folge und ist schräg witzig auch. Also ja. Hat wirklich Momente und ist unterhaltsam. In der Tat, ja. Erst habe ich gedacht, blauen Schafe, das klang schon ein bisschen merkwürdig. Das von Adelsbach hat mich dann schon wieder erhart. Das geht da irgendwie, das sah ja nach so nach Dorf. Roch das ja schon. Hm. Ich hatte aber, ja. Das Blau hatte ich jetzt eher so, also so irgendwie so vermutet, dass das roch so nach Außerirdischer. Also so in die Richtung hätte ich das jetzt irgendwie vermutet. Also von daher war ich angenehm überrascht. Also ich würde die Folge fast empfehlen wollen für TKKG. Gewissen schrägen Charme. Ist in letzter Zeit eh besser, oder? Ich habe die letzte Folge jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, die war aber schon länger draußen. Diese Dorfszenen fand ich teilweise ein bisschen drüber. Da wird ja auch richtig vom Leder geholzt. Ich weiß nicht, also ich bin auf dem Dorf groß geworden. So geht's da im Wirtshaus nicht. Das ist schon... Aber es ist halt bedient andererseits auch wieder die Klischee-Ecke. Und Klischee ist ja manchmal gut. In dem Fall ist es gerade so an der Grenze. Ich meine, da setzt ja auch ein gewisser Lerneffekt ein, oder? Ne? Am Schluss ist doch da ja. so ein bisschen zumindest ein Lerneffekt. Dann ist es auch wieder okay, aber es wird schon geholzt. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, die letzte Folge ist aus dem April. Box. Ja. So lange schon her. Die haben jetzt schon echt mal ein Päuschen gegönnt. War das die mit dem Stromausfall oder mit dem Elektroheizungs... Nee, mit dem... Wo der mit dem Schokoladenriegel. Ach Mensch, die war ja ganz witzig. Ja, genau. Stimmt. Mit dem seltsamen... Hat er auch so einen schrägen... Ach, wie hieß er denn noch? Wie hieß denn der Riegel noch? Der hat doch so einen saublöden Namen. Knuspercracker, Knacki, Knusper... Ja. Knister, Knusper. Ich weiß. Cracker. Gut, ist zurück im Orkus des Vergessens gelandet. Ja, aber also auch angenehm überrascht. Also gute Folge, hört es euch an. Ja. Nicht nachmachen. Ja. Also nicht, dass er jetzt auf die Idee kommt, auf die Weide zu gehen und mit Sprühfarbe da die Schafe anzuziehen. Könnte Ärger geben. Ist nicht nett. Ihr werdet dann nicht unter 10 Düngesäcken beworfen. Ja, dann lass es doch mal zu John Sinclair kommen. Da haben wir ja auch noch mehr, eigentlich in den Resten, aber die nehmen wir jetzt gerade mit rein. Die Folge 94, Verdammt und Begraben. Und dann machen wir gleich danach die 95. So, passt ja so schön zusammen. 94, Verdammt und Begraben. Ja, die war auch sehr gut wieder. Es ging ja um den Baron von Leppe. Spielte wieder in Rumänien und František Marek kam wieder vor. Der Fehler. Wieder ausgepostet. Das ist auch das, was ich am positivsten in Erinnerung habe. Dass man aus dem Fehler. Ja, der spricht aber auch gut, weil Achim Höppner ist ja leider gestorben. Ja. Und jetzt haben sie einen neuen. Aber der war recht gut. Ja, auch also das Drama mit seiner Frau und so, da steckte schon so ein, zwei Sachen drin, die so ein bisschen besonders waren. Insgesamt war es mir ein bisschen zu wenig dafür, dass es eine Folge war, in der wichtige Personen wie der Fehler wieder vorkamen. Ja, es blieb halt nur noch Platz für so eine einfache Vampir-Story. Ne? Mhm. Es war, ja, man backt da immer noch die Typen da rein, die da immer wiederkommen, die Unaussprechlichen. Ja, aber ansonsten... Ja, halt das wirklich das Drama mit seiner Frau. Das ist eigentlich so das, was was hängen bleibt, emotional zu Höhepunkt noch hängen geblieben ist. Das zum Beispiel hätte man, weiß nicht, irgendwie vielleicht noch mehr in den Vordergrund rücken können. Ich weiß nicht, aber dann wäre kein Platz für die eigentliche Geschichte gewesen. Bisschen schwierig. Ja, also richtig gerissen hat mich es nicht, muss ich sagen. Also das passiert auch bei Sinclair in letzter Zeit oft. Das ist so, ja, so irgendwie so Egalfolgen sind, die hört man. Jo. Immer so merkwürdig, das haben wir mal gleich in der 95 schon, auch dieses immer so verzögerte, der 95 war das ja auch, dass man sagt, ja, jetzt hat man den Sinclair da quasi schon mal vor der Flinte, aber nee, dann will es dann doch auskosten, dann geht's dann doch wieder in den Bach. Das ist immer so das Gleiche und immer so durchschaubar. Und immer der typische Bösewichtfehler, über den ja, schon genau, ja. lustig gemacht wurde, aber es wird ja immer noch gemacht, also ja. Killt die doch einfach, dann ist Ruhe. Oh. Holz raus und fertig. Nee, auch anders umgekehrt. Das ist ja immer wieder, dass diese Mordliga das dann halt köstlich ausnutzen will, statt den dann direkt um die Ecke zu bringen. Also ich meine, wie doof kann man sein? Also ich finde ich mag Austin Powers nicht wirklich, aber das ist einer der witzigsten Momente, wo der Sohnemann von Dr. Evil dann sagt, ja, aber bring die doch einfach um. Nein, so macht man das. Ja. Genau. Und was passiert? Das, was immer passiert. Genau. Man muss es entweder genüsslich auskosten oder noch besser
vor dem Showdown nochmal so die ganzen Motive verraten, weil man sich ja eh auf der sicheren Seite. Ja, das war das mein Plan. Noch, das gehört auch noch dazu. Das ist auch die ganz große Kunst. Dass man sich die Zeit noch nimmt, dass die Polizei wenigstens die Möglichkeit hat, das Ganze noch aufzulösen oder so. Ja. Oder bei den Simpsons ist das auch so schön mit Tingle Tangle Bob, ja. Wo sie ihn nochmal so reizen, dass er nochmal ein Musical aufführt, bevor er zur Tat schreitet. Auch schön. Ja, das da kennst du mich ja noch gar nicht aus. Na hier, Tingle Tangle Bob ist doch der... Ich kenne Simpsons überhaupt nicht. Echt nicht? Nein, ich kenne Simpsons null. Ich weiß von Simpsons nichts. Ich weiß von Simpsons so wenig, dass ich glaube, dass der Hauptdarsteller Katzen fressen will. So ähnlich. Ja. Nee, das ist ja mit dem Fell, aber... Ja, 95, Schädeldrohnen. Hier, wir haben doch, da sind sie doch wieder, die Freunde. Die Striegen, die komischen Eulen, die genau. John verhören wollen. Die Striegen. Aber diesmal hat er keine Eule verhört, das ist schon mal gut. Ja. Echt? Ich hätte mich ja so ein bisschen gefreut, wenn sie noch ein bisschen mehr von... Ich habe auch erst gedacht, wo die im Garten der Connollys sind, der packt sich jetzt erstmal die Eule und verhört die erst nochmal. Mal tüchtig verhören. Aber nein, da waren gar keine, da waren nur Vampire. Und der John, der ist ja jetzt auch schon 95, würde jetzt eigentlich auch schon in Rente gehen, aber... Schätzt, ja. Der Nachfolger zeichnet sich ab, weil Johnny findet das ja scheinbar cool, was sein Onkel macht. Er hat sich ja so gefreut. Er hat ja gesagt, noch cool, dann kann ich erzählen, dass ich Vampirasche weggemacht habe im Kindergarten. Muss man ein Auge behalten, dem guten Johnny. Aber Bill ist auch ein guter Vater, also mit ins Bett gehen und... Ja, das läuft gut, ja. Das ist super. Ähnlich konsequent, das kenne ich irgendwoher, ja. Ja, aber stringent erzählt, ich wollte es zumindest gesagt haben. Danke. Bitte. Ja, strigorosa Umgang mit Eulen. Oh, hast du noch ein paar? Ich überleg noch. Ja, aber jetzt sonst überlegen wir alle. Alten Wortspielen. Ja, jo, ja. Das ist aber, also 95, Schädeldrohnen. Ist wieder das Typische, oder? Das ist wirklich, es läuft und läuft und läuft und irgendwann ist ein Schlusspunkt, wo man auch denkt, warum nicht früher? Und dann, die großen Alten sind noch nicht da. Jetzt haben sie ja, wir warten mal wieder auf die großen Alten, die dann demnächst kommen werden. Und es ist, glaube ich, schon die 10. Folge, wo das so angedroht wird. Witzig fand ich den Zwist in der Mordliga. Das war da ja merkt vorher man auch schon auch, so ein bisschen, aber das fand ich witzig. Ja, da merkt man jetzt auch, die haben alle keinen Bock mehr aufeinander. Ja, so richtig. Na gut, seit wann ist Vampiro del Mar schon dabei? Seit, glaube ich, 37 hängt der jetzt schon mit darum. Weil wenn die ganze Zeit aufeinander hängen, würde ich auch irgendwann sagen, keine Lust mehr jetzt. Ja, vor allem, der kriegt ja immer auf die Fresse, oder? Der sagte mal, Kaiser der Vampire und Lady X haut dann nochmal einen raus. Ja, ja. Aber auch völlig zu Recht, oder? Das ist doch so eine egale Figur. Also. Ja. Ah, irgendwie den Xoran finde ich besser. Also. Ja, wenn du so einen scheiß Namen hättest wie Vampire del Mar. Nee, dann würde ich auch. Tschüss. Ja, da hätte ich auch keinen Bock. Vom Eichenpfahl durchbohren lassen. Ja. Den hat er sich doch selber verpasst. Kam ja aus dem Meer. Der war doch hier in einem Sarg unter dem Meer. Im Atlantik. Ah, da kann man sich doch irgendwie einen vernünftigen Namen. Was gibt's schönen Namen? Günther, Herbert, irgendwas. Dann hätte er sich woanders begraben lassen sollen. Achso, das ist, hat man schwer Einfluss drauf. Okay, sehr Herbert Del Mar, auch schön. Herbert Del Mar. Klingt eigentlich ganz gut. Das klingt auch viel gefährlicher, muss ich sagen. Oh, da kommt Herbert Del Mar. Ah. Er hat wahrscheinlich so einen türkisen Jogginganzug. Und so ein Pfiffi dabei. Oh, Leute. Ja, genau. Und trägt Schnäuzer, obwohl er nicht bei der Polizei ist. Gar nicht verpflichtet wäre Schnäuzer sogar. Ja, also das fand ich noch ein witziges Moment, aber ansonsten... Nö, ist nicht wirklich. Mal abwarten, worin sich das entwickelt. Ja, aber das, wie lange warten wir jetzt schon, dass sich da irgendwas entwickelt? Irgendwie kommt jetzt wahrscheinlich demnächst wieder eine Folge, wo es dann um was ganz anderes geht und wo dann nur so am Rande bei der 100? Die Mordliga nochmal vorbeigetragen wird. Meinst du, das dauert bis zur 100? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, was zum 100 kommt. Nächstes Jahr werden wir es wissen. Genau. Ich finde es jetzt auch mal gut mit der Mordliga. Ich meine, ich kenne die Romane. Hört das irgendwann mal auf? Sterben die irgendwann an ihrer eigenen Doofheit vielleicht? Du meinst, Lady X schießt sich aus Versehen in den Fuß und krepiert. Achso, das ist eine Vampirin. Das ins eigene Knie, ja. Das wäre ein schönes Ende für eine Bösewichtin. Ja, vor allen Dingen, es sind ja irgendwie auch keine Gegner. Ich meine, vor denen geht ja irgendwie keine richtige Gefahr aus. Das ist ja alles so. Ja, was ich sag mal so, wundert, Tim von TKKG hätte die schon lange weggeräumt. Was mich wundert, ist, dass Jane zum Beispiel keine Rolle spielt mehr. Das war doch noch spannend. Stimmt. Hier. Hast du einen persönlichen Bezug zu den Leuten? Interessante Charakterwende. Ja, okay, zumindest hat er das andere gewonnen. Schwarz-weiß, aber wurscht. Hat er als Gegner rumläuft. Jetzt haben sie hier die Eule. Tolle Wurst. Ja, Eulen sind super. Und John hat wieder keine Kopfschmerztabletten eingepackt.
Er hört ja wieder dieses. Ja. Und Suko hört ja jetzt, also Suko auch nicht. Ich hab denen doch gesagt letztens, sie sollen die Aspirinen einpacken. Das kommt davon, wenn man nicht auf Tragern hört. Mein, ja. Übrigens, wir haben Jubiläum, ja. 35. Folge, Urcast. Ja, 3 Jahre haben wir. Auf dem Buckel. Habt ihr denn schon die Torte angeschnitten oder hat Olaf wieder vergessen, die Torte mitzubringen? Wir haben noch keinen Assistenten, der uns eine Torte backt. Wir brauchen nicht nur eine Sekretärin, wir brauchen auch einen Caterer. Ja, also das wird jetzt ein Riesending, dieser Orcast. Also so ab der nächsten Folge, glaube ich, sind da so 20 Mann beschäftigt. 20 Leuten, ja. Ja, wir haben eine eigene Produktionsfirma. Es wird langsam. Wunderbar. Bin da guter Dinge. Liebe Konditoren, meldet euch. Wer bei uns Caterer werden will. Backt uns eine Eule. Ja, wir zahlen noch nichts. Eine Torte in Eulenform. Mit Flügeln dran. Ja, nee, ist ja, gut. Leider nicht. Wir packen jetzt in September ein. Nee, wir haben doch noch ein Gewinnspiel. Ach Mensch. Ja, ach, im Gewinnspiel haben wir dich ja noch. Gleich, dann müssen wir dich ja noch mal zuholen. Genau. Aber dann machen wir jetzt erstmal auf den September den Deckel drauf. Und dann hören wir dich gleich wieder. Genau. Genau, bis gleich. Okay.